Ist das der Ausschlag an deiner Backe, Junge? Warte kurz. Nee, war bloß Dreck. Wasch dich mal! Also, mein Name ist Go Fuck Yourself. Ihr könnt mich auch Han Solo nennen. Ich werde mich jetzt hier rübersetzen und euch 3 Minuten lang irgendwas plott Unerhebliches erzählen. Folgendes ist die Situation. Ich wollte gerade kacken gehen, setz mich hin und zack, steckt mir so eine scheiß Papyrusrolle im Arschloch. Irgendwer, du hast sie da hingesteckt, oder? Ins Plumpsklo. Das scheint mir jetzt aber auch in die Haare herbeigezogen. Alle, ich kann nicht auch mal eine Haare durch den Raum ziehen, Junge. Na, dann Beweis, Beweis. Ja, mach ich. Hier, schau. Ah, du Babysau. Das scheint mir eine Rechnung über 5000 Euro für Jamba-Klingeltöne zu sein. Das ist eine Träger! Alle raus! So! Komm jetzt mal zu dir rüber! Hier lang! Und dann klären wir das! In Overshoulder-Schatz! Ich war's nicht! Gut, aber irgendwer muss es ja gewesen sein. Verstehst du, was ich meine? Das sind alles versteckte Kosten, Junge. Warum sollte ich ein versteckt was kosten? Nicht versteckt was kosten. Versteckte Kosten, Junge. Ich hau dir gleich mit der Faust ins Gesicht. Wie früher. Alter, kann es sein, dass du mich mit deinem Vater verwechselst? Mumi, Momo. Nee. Also das mit deiner Behindertennummer sag ich dir, das zieht nicht mehr bei mir. Und wie verbleiben wir jetzt? Kannst froh sein, dass du kein Wahlrecht hast. Nee, das ist ja auch eine Monarchie. Jetzt komm hier nicht mit Physik. Wärst du ja zu blöd, die Wahlurne zu finden. Ohne Karte und Kompass. Und die könntest du auch nicht lesen. Doch. Ach was. Du hast dich ja neulich im Westflügel verlaufen und wir haben ja keinen. Mein Schwanz hängt die ganze Zeit draußen. Warte, ich mach mal einen Hosenstall zu. Also? Okay, das ist mein Jammer-Sparabo. Das nennst du ein Sparabo. 5000 Euro, Junge. Das ist doch alles. Alles andere als ein Sparabo findest du nicht auch. Hast du überhaupt eine Ahnung, wie schwer es ist, die Bude hier warm zu halten? Ich fähre dir jetzt eine Tiefenunschärfe aus.